Liebeskummer wurde eine Lebenskrise. Während sich Sandrina eingräbt, tritt Mark Forster damals die Flucht nach vorne an. Auf der Suche nach dem Warum ist er losgelaufen. 3 Monate lang pilgerte er nach dem Ende seiner Beziehung auf dem Jakobsweg in Spanien, um Abstand zu gewinnen. Man ist wirklich über mehrere Wochen einfach weg, ja, hat eine Beschäftigung. Also ich habe diesen Ausbruch aus dem normalen Leben irgendwie gebraucht. Mark denkt über sich und seine verlorene Beziehung nach und trifft auf seinen Etappen auch Leidensgenossen, auch die mit Liebeskummer im Gepäck. Ich glaube, dass so ein Jakobsweg hilft einem, wenn man so das Gefühl hat, ich will grundsätzlich mal über alles nachdenken und mich neu justieren. Denn so ganz davonlaufen kann ihm keiner, dem tiefen Schmerz einer verlorenen Liebe. Auch nicht durch die Flucht in Alkohol und Affären, nur die Zeit halt, da sind sich die Experten einig. Doch zum Schluss die gute Nachricht, die Liebe hält jederzeit Überraschungen bereit. Sandrinas gebrochenes Herz von damals ist frisch verliebt. Und auch Mark glaubt weiter ganz fest an die ganz große Liebe. Liebeskummer, Wege aus der Krise. Mehr dazu finden Sie bei uns im Internet. Wenn man sich mal umhört, wird relativ schnell klar, die Menschen sind gestresst. Nicht nur von Beziehungen, sondern auch im Job. Kurzum, meist gilt das Prinzip, jeder ist sich selbst der Nächste. Aber es gibt auch Menschen, die anders handeln, die sich einsetzen, und zwar für die Gemeinschaft. Wie zum Beispiel Auguste, Prinzessin von Bayern, eine renommierte Verhaltensbiologin. Ihre Begeisterung für Natur und Wissenschaft möchte sie an die Menschen weitergeben. Und zwar auf faszinierende und unterhaltsame Art und Weise, in Form eines Museums. Sibylle Bassler. Schloss Leutstetten, Idylle am Starnberger See. Heimat einer ganzen Schar seltener Turmdohlen. Und von ihr, Auguste, Prinzessin von Bayern, 32 Jahre alt, glücklich verheiratet und voller Ideen. Ohne Idealismus kann man nicht leben, sonst wird das Leben ganz fad. Sagt die Prinzessin, Wissenschaftlerin, international anerkannte Verhaltensforscherin und seit kurzem auch engagierte Kämpferin für ein Museum. Das alles ist Auguste. Einer ihrer Lieblingsplätze, der Speicher des alten Schlosses. Der ganze Dachboden ist voller Kästen für Höhlenbrüter. Deswegen bin ich sehr stolz, dass ich hier eine richtige Kolonie angesiedelt habe. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Rabenvögel sind ihre große Leidenschaft. An der Universität Oxford untersucht die Verhaltensbiologin die Intelligenz von Dohlen und Krähen. Man denkt immer, wenn man Vögel sieht, die können sich überhaupt nicht ausdrücken. Aber die haben so eine unglaubliche so viele Ausdrucksformen, wie sie die Federn aufstellen und ganz viele verschiedene Laute. Also die können wirklich genauso viel wie ein Gesichtsausdruck mit ihren Federn. Dolly! Und wenn sie mit ihnen spricht, taucht sie ein in eine andere Welt. Raten! Augustes Welt eben. Ihre Begeisterung für die Forschung habe sie von ihrer Ururgroßtante geerbt, Therese, Prinzessin von Bayern. Als Zoologin hatte diese im 19. Jahrhundert erfolgreiche Expeditionen unternommen. Eine unglaublich bewundernswerte Person, die ist eben in dieser Zeit durch die ganze Welt gereist und hat dort gesammelt für unsere staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen. Und heute noch sind ganz, ganz viele von ihren Objekten dort. Die hat bis jetzt noch niemand gesehen. Doch nicht nur der Nachlass von Therese von Bayern ist in der Zoologischen Sammlung in München aufbewahrt. Tiere aus aller Herren Länder dienen hier der Forschung und Lehre. Insgesamt über 20 Millionen Exponate. 90 Jahre später wandelt Auguste nun auf den Spuren ihrer Urahnen. Seltene Tierarten werden hier konserviert, ganze Herden ausgestopft. Von der Öffentlichkeit jedoch weitestgehend unbeachtet. Es ist eine unglaubliche Sammlung hier. Aber es ist sehr schade, dass diese Sammlung eben niemand sehen kann. Es ist alles hier versteckt und niemand bekommt es zu Gesicht. Und so reifte eine Idee, so einfach wie genial. Dies alles könnte doch der Grundstock für ein Museum sein. Den Direktor des Zoologischen Instituts konnte sie rasch gewinnen. Für ihren Plan, Wissenschaft, Forschung und Exponate den Menschen in einem Wissenschaftszentrum nahezubringen.
Wenn wir diese Vielfalt auf diesem Planeten erhalten wollen, und das ist ja ein ganz wesentliches Ziel, dann geschieht das eben zunächst einmal, dass man diese Vielfalt kennenlernt. Das, was ich nicht kenne, das schätze ich nicht. Und das, was ich nicht schätze, das werde ich auch nicht schützen. Jetzt braucht es nur noch ein Dach überm Kopf für all die Ausstellungsstücke. Die Ururenkelin des letzten bayerischen Königs, Auguste, und ihre Mitstreiter werden schnell fündig. Ein Museum für Mensch und Natur existiert bereits, jedoch ein wenig in die Jahre gekommen, etwas verstaubt und renovierungsbedürftig. Ideale Bedingungen also, um hier ein modernes Wissenszentrum zu gründen. In dem neuen Museum soll es natürlich nicht nur darum gehen, ausgestopfte Tiere zu zeigen, sondern es soll wirklich die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft im biologischen Bereich und in Geologie behandeln. Und wenn es uns nicht gelingt, unserer Jugend ein Umweltbewusstsein zu vermitteln, dann sieht es für die Zukunft unseres Planeten nicht gut aus. Ein ehrgeiziges Projekt für die Prinzessin, Idealistin, Forscherin und seit kurzem auch Geldeinsammlerin. 700.000 Euro müssen für einen Architektenwettbewerb gesammelt werden, damit das Museum umgebaut werden kann. Deshalb sucht die 32-Jährige nach Sponsoren, gemeinsam mit ihren Mitstreitern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Mit dabei sind auch ihr Bruder und ihr Mann. Alle hier am Tisch eint der Wille, etwas für das Gemeinwohl zu schaffen. Und dafür brauche es eine Menge Idealismus, aber auch eine Menge Realismus. Wir haben hier ein Konzept im Kopf, wo es darum geht, den Menschen innerhalb der Natur auch darzustellen, dass man eben in einer modernen Welt sich eine Natur ohne Menschen gar nicht mehr vorstellen kann. Es ist ja alles da. Man muss es nicht holen oder kaufen, sondern wir können es ja zeigen. Und das verstehen die Unternehmer sofort, dass wir auch junge Leute ansprechen müssen, um sie eben für Naturwissenschaften im weiteren Sinne zu begeistern, weil es eben ein wirtschaftsfördernder Faktor ist. Vergangenes für die Zukunft zu erhalten und Menschen, vor allem die Jugend, für die Naturwissenschaften zu begeistern. Dafür, sagt Auguste, sei sie bereit, jede freie Minute zu opfern, auch wenn es manchmal ziemlich anstrengend sei. Wäre mein größter Traum, wenn man es eben den Leuten zugänglich machen könnte und all diese Schätze endlich ans Licht kommen würden. Und so könnten auch diese Dinosaurier, bisher kaum beachtet, endlich den Platz finden, der ihnen gebührt. Na, wäre doch klasse, wenn das Projekt bald realisiert werden könnte. Mehr Informationen dazu finden Sie übrigens bei uns im Internet. Und das war Mona Lisa für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder, wenn Sie mögen. Aber zum Schluss gibt es von uns natürlich noch einen Glücksmoment. Ihnen noch einen schönen Abend hier im ZDF und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein schöner Moment am heutigen Tag war, wie ich am Morgen zu meinen Kühen auf die Alm gefahren bin, durch eine Nebelbank durch und oben strahlend blauer Himmel. Und nach dem Melken konnte ich einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen.